In Griechenland werden jährlich ganze 74 Kilogramm Fleisch pro Kopf verzehrt. Ein großer Teil davon macht der Gyros aus. Dem Ganzen müssen wir auf den Grund gehen. Wir haben unsere Koffer gepackt und den nächsten Flug nach Thessaloniki genommen. Der Mati ist langsam kriminell geworden in Griechenland. Griechische Mafiosi. Du hast Pistole im Mann, Digga. In Straßen von Thessaloniki angekommen, mussten wir erstmal Leute finden, die uns die wichtigste Frage beantworten können. Wo wir den besten Gyros in Thessaloniki kriegen. Und das kam dabei raus. Was ist das? Sorry? No. 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 I'm not sure actually. Okay, you can go to La Vavica. I usually eat mono gyros, but it's like healthier gyros. So I'm from the United States. United States. So what would you recommend or what did you try already? And where is the best gyro in Thessaloniki? So I've had saganaki, which is fried feta cheese, which is really good. And then tomatoes, and then octopus as well. Okay, but you are gonna also go and try some gyros, is that correct? That's the plan for later, yes. Okay, thank you. Mono gyro, gyros of Aristoteles. Your delivery? Yes. Can you drive? Walk. Square Aristoteles. So, nächste Straftat. Tomat. It's the best. Square. Ah, okay, this blue one. Are you know from Thessaloniki? No. You're looking great, like Indiana Jones. Thank you. No idea, man. No idea. You're not from here. Where are you from? Tourists. Poland. I think I saw you when you were eating something. Just really? Over there, yeah. Like, I remember him because he was doing some stuff in the camera. Dann kamen wir endlich zu unserem ersten Spot an, der sehr oft genannt worden ist. Die Griechen unter euch, bitte schreibt in den Kommentaren, wie man diesen Namen ausspricht. 3,7 Sterne und 1200 Bewertungen, was nicht sehr vielversprechend war. Und trotzdem hat er eine wirklich gute Auswahl an Gyros-Variationen und Souvlaki. Freunde, wir warten schon seit 5 Minuten. Ich weiß nicht, ob man Zeit oder wie oder was. Sie wollen unser Geld nicht. Sollen wir einfach reingehen und uns den Spieß holen? Dann kamen wir endlich dran und wir haben den Gyros direkt auseinandergenommen. Wir hatten richtig Hunger. Aber wir mussten sagen, das Fleisch war nicht knusprig genug. Es war wie Wasser gedampft, Wasser gegart. Pita war geil, etwas gelblicher, das heißt mit Maismehl und hat satt gemacht. Aber der Gyros hat insgesamt maximal eine 6 von 10 verdient. Der Laden, der sah insgesamt sauber aus. Und nun kommen wir zum nächsten Spot. Gyros of Aristoteles. Er hatte ganze 3200 Bewertungen und 4,1 Sterne und eine wirklich, wirklich geile Auswahl an Gerichten. Das sind die Spieße früher Morgen. Was für Monster-Dinge. So hier sieht es besser aus. So griechischer, traditioneller. Sie lämpeln wie da. Wie du gezuckt hast, hast du das gesehen? Lexi Palakalo, Number 6, Number 4. Wieder langes Warten, aber wir kamen endlich dran. Matossi. Nossi. This is without matter. Thank you. Der Gyros hier war deutlich größer als im Laden davor. Ein dicker Pluspunkt. Freunde, wenn ihr keinen Stuhl findet bei eurem Restaurant, ihr bedient euch einfach vom Nachbar. Das sieht echt knusprig aus. Pass auf nicht, dass es wie bei mir gestern passiert. Das sieht schon mal besser aus. Der ist echt voller. Pommes ist auf jeden Fall geiler. Also Kombination von Brot, Soße, Fleisch und Gewürz ist hier auf jeden Fall tausendmal besser. Was sagst du? Knusprig ist es auf jeden Fall. Aber es fehlt ein bisschen an Pommes, bei mir zumindest. Die haben ein bisschen übertrieben mit Fleisch, die haben sehr viel Fleisch reingetan. Auf jeden Fall ein sehr guter Gyros. Ich will dem Ganzen so eine 8,3 von 10 geben. Ja, eine 8 kann man geben. Die Griechen unter euch, bitte sagt's mir, wie isst ihr euer Gyros, ohne dass er auseinanderfällt? Wir haben den Gyros auseinandergenommen, vorbildlich unsere Tabletts zurückgebracht und einen Geheimtipp bekommen. Irgendwo in Kalitea auf Halkidiki soll es einen wirklich krassen Gyros geben. Na hier, Bruder. Du kleiner Unfall, du Gyros, Digga. Machen so, der macht so. Der hat halt so eine Scheiße. In Kalitea angekommen, mussten wir die Kalorien erstmal wegtrainieren und auf dem Weg zum Gyros hat einer Stress gegen uns gemacht. Wir mussten es erstmal zeigen. Ich mach aber ohne Anlauf. Anscheinend hat ihm das nicht gereicht. Oh.
das ist unser Geheimtipp. Giro Giro heißt der Laden. Der Meister hat eine ganze Flex zum Schneiden. Drei Spieße, Hähnchen, Schwein. Eine wirklich große und geile Auswahl an Fleischgerichten und Pasta. Und von ganzen 1500 Bewertungen hat der Laden 4,2 Sterne, was wirklich vielversprechend ist. Und auch sehr lange offen, das heißt nach dem Feiern kann man direkt fetzen. Preis ist gut, 4,80 €. Ist nichts. Von den drei Kandidaten war das wirklich der Geistet Gyros. Am knusprigsten, am vollsten. Es hat alles gestimmt. Die Soßen waren geil und der Laden war wirklich top. Eine 8,5/10. Wenn ihr geile Foodspots in Griechenland kennt, schreibt sie unten rein und wir testen sie. Danke fürs Zuschauen, Freunde.